Beispiel 2. Der Boxplot veranschaulicht die Dauer des Schulweges der Schülerinnen und Schüler einer Gymnasiumsklasse. Lies alle statistischen Kennzahlen ab. Minimum ist 3, Q1 10, Median ist 17, Q3 20 und Maximum 25. Berechne den Quartilsabstand und interpretiere diesen Wert im gegebenen Kontext. Q3 minus Q1, also 20 minus 10 gleich 10. Was bedeutet das? Mindestens 50% der Schülerinnen bzw. Schüler benötigen zwischen 10 und 20 Minuten für die Dauer des Schulweges. Vervollständige den Lückentext. Wie viele Prozent benötigen maximal 17 Minuten? Maximal 17 Minuten sind 2 Bereiche, also mindestens 50%. Wie viele Prozent benötigen mindestens 10 Minuten? Das sind 3 Bereiche, also mindestens 75%. Und wie viel benötigen maximal 10 Minuten? Das ist nur ein Bereich, mindestens 25%. Wie viele Schülerinnen und Schüler benötigen mindestens 20 Minuten für ihren Schulweg? Das heißt, dieser Abschnitt hier, dies sind mindestens 25%, aber wir können keine absoluten Häufigkeiten beim Boxplot ablesen. Diese Frage kann man nicht beantworten. Nächstes Beispiel. Interpretiere den Boxplot. Ist das Gehalt gerecht aufgeteilt? Nein. Woran könnte das liegen? Es ist nicht gerecht aufgeteilt, da mindestens 75% in diesem Abschnitt verdienen und nur mindestens 25% im vierten Bereich. Dies könnte daran liegen, dass die Chefs einfach mehr verdienen als die normalen Arbeiterinnen und Arbeiter. Wie viele Euro verdienen mindestens 75%? Das heißt, 3 Bereiche, 1600 Euro, verdienen mindestens 75%. Verdienen mehr Arbeiterinnen weniger als 1800? Das sind 2 Bereiche, mindestens 50%. Oder mehr als 2000, das sind mindestens 25%. Somit verdienen mehr weniger als 1800 Euro. Letzte Aufgabe zu diesem Beispiel. Kreuze die beiden richtigen Antworten an. Es gibt eine Arbeiterin, die weniger als 1200 verdient. Falsch. Das absolute Minimum sind 1200 Euro. Mindestens 50% verdienen mindestens 1800 Euro. Der Quartilsabstand ist größer als die Spannweite. Falsch. Mindestens 75% verdienen maximal 1600 ist auch falsch. Und es gibt eine Person, die 3400 Euro verdient. Das stimmt, weil 3400 dem Maximum entspricht. Gib alle Kennzahlen an, die du aus einem Boxplot bestimmen kannst. Was können wir bestimmen? Minimum, Maximum, Q1, Q2 ist der Median, Q3, dann die Spannweite und der Quartilsabstand. Das heißt, ich kürze das jetzt ab mit Quartilsabstand. Was kann man nicht bestimmen? Man kann nicht das arithmetische Mittel bestimmen. Man kann auch nicht den Modus bestimmen und man kann auch nicht weitere Streuungsmaße wie die Standardabweichung oder auch die Varianz bestimmen.